1966 erschien mit Raumschiff Enterprise die erste Serie im Star Trek-Universum. Eine Utopie, erdacht von Gene Roddenberry, der der Menschheit eine Zukunft malte, in der wir unsere Probleme auf der Erde weitestgehend gelöst haben und uns der Erforschung des Weltraums widmen, der voll ist mit anderen Völkern, die nicht alle friedliche Absichten haben. Heute, rund 66 Jahre nach der televisionären Jungfernfahrt der USS Enterprise, ist aus Star Trek ein Franchise geworden, das Kinofilme, Spiele und viele Serienableger beinhaltet. Diese Woche erscheint in Deutschland der neueste Vertreter der Sternenflotte, Star Trek Lower Decks, eine Animationsserie. Ich habe mir die erste Staffel angesehen und teile heute mit euch meine Gedanken dazu und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik hier auf Cinema Strikes Back. Star Trek Lower Decks ist die zweite Animationsserie im Star Trek-Franchise. Die erste erschien bereits 1973 und setzte die Abenteuer von Kirk und seiner Mannschaft als Cartoon fort. Nach zwei kurzen Animationsfilmen im Jahr 2018, jetzt also Lower Decks. Wie der Titel schon vermuten lässt, dreht sich die Handlung diesmal nicht um die Offiziere und die Brückenmannschaft. Es geht um das Personal auf den unteren Decks, die so gesehen das Tagesgeschäft am Laufen halten. Die Leute, die in den anderen Serien und Filmen eigentlich eher im Hintergrund rumlaufen, nichts sagen und vielleicht mal was anreichen dürfen. Star Trek-Fans werden bei dem Titel aber bestimmt auch hellhörig. Es gibt doch in dieser 7. Staffel von The Next Generation eine Folge mit dem Titel, die die Ereignisse auf der Enterprise aus dem Blickwinkel junger Offiziere zeigt. Nun, bei der neuen Animationsserie gibt es allerdings einen gewaltigen Unterschied. Es ist eine reine Comedy-Show. Spaß war in Star Trek schon immer vorhanden, aber jetzt bekommen wir eine Serie, die vielleicht eher an Family Guy, Futurama oder Rick and Morty erinnern soll. Autor Mike McCain hat auch tatsächlich einige Folgen von Rick and Morty geschrieben. In Lower Decks folgen wir also Ensign Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford, die ihren Dienst auf die USS Cerritos ableisten. Die vier erfüllen ganz klassische Typen an Figuren. Die Rebellin, die sich nicht sagen lässt, aber trotzdem ein gutes Herz hat, der Loser-Typ, der in jedes Fettnäpfchen tritt und von der großen Karriere in der Sternenflotte träumt, der Techie, der wortwörtlich eins mit der Technik ist und die Neue, die alles aufregend findet und alles erkunden will. Recht klassisch, oder? Und wir sind hier? Nein, wir sind eigentlich ganz hier unten. Weitergehen unter der Klar. Der Nächste. Zunächst mal muss man sich bei Lower Decks umgewöhnen. Hier ist der Ton natürlich ganz anders als bei TNG, Picard oder Voyager. Die Crew ist eher ein Haufen fluchender Millennials als ein Trupp philosophierender Diplomaten. Sie fluchen sich also durch ihren Arbeitsalltag und die Storys, die eher Fälle der Woche sind, ergeben sich durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Charaktere. Wenn Mariner sich über die Sternflottenvorschriften hinwegsetzt, weil sie diese für unnötig hält, Bäumler aber eher der regelkonforme Saubermann sein will, dann sorgt das für Reibereien, also Storys. Dass es eine klassische Case-of-the-Week-Serie ist, stört dabei nicht so. Die Rollen entwickeln sich schon durchaus weiter und ihre Beziehungen zueinander ebenso. Und ja, am Ende habe ich sie schon ein wenig ins Herz geschlossen, auch wenn Lower Decks nicht ganz der große Wurf ist. Ich hatte am Anfang Bedenken. Mit der ersten Staffel Star Trek Discovery bin ich absolut nicht warm geworden und jetzt eine Comedy-Cartoon-Serie. Aber ich habe mir alle Folgen angeschaut und versucht, neutral an die Sache ranzugehen. Anders als die Jurassic World Zeichentrickserie richtet sich Lower Decks tatsächlich eher an ein älteres Publikum, das auch schon mehr von Star Trek gesehen hat. Immer wieder sind Hinweise auf andere Star Trek-Produktionen in Lower Decks eingeflossen, seien es die Titelsequenz, Sprüche oder ganze Auftritte und Erwähnungen von bereits bekannten Personen aus dem Star Trek-Universum. Und ja, das ist witzig. Die Figuren kommentieren Star Trek quasi aus der zweiten Reihe. Und das eher zynisch, findet ihr Job anscheinend weniger Beachtung als die der Enterprise-Besatzung zum Beispiel. Ihre Missionen sind Second Contacts, also Kontakte mit Spezien, die ihren ersten Kontakt durch die Föderation bereits hinter sich haben. Sie sind also sowas wie Pete Conrad. Kennt ihr nicht? Das war der dritte Mann auf dem Mond mit der Apollo-12-Mission. Na Logo, geht doch nichts über ein kaltes Bier nach einem platten zweiten Kontakt. Na, wer sagt's denn? Genau das wollte ich hören. Alles klärchen. Entsprechend zynisch geht es zu und ja, das ist schon recht witzig, auch wenn es ein wenig schwerfällt, den teils übertriebenen, typisch comichaften Humor als Kanon von Star Trek zu betrachten. Lässt man sich aber drauf ein, dann kann man durchaus seinen Spaß haben. Unsere Crew ist einsatzbereit und fokussiert. Oh, das ist das neue Shuttle mit den Schutzschilden. Ja, das neue Schutzschild, das neue Schutzschild. Es kommt runter und es geht hoch. Schutzschild! Hör auf! Es macht die Bewertung aber nicht einfach. Ich will doch einfach nur wieder ein Star Trek mit diesem TNG-Feeling. Aber auf der anderen Seite finde ich auch Parodien gut. Seien es Spaceballs von Mel Brooks oder Blue Harvest, die Star Wars-Parodie von Family Guy.
Hier ist die Parodie aber Teil des eigentlichen Universums. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Die-Hard Star Trek-Fans sich hier nicht wirklich wiederfinden können. Ich möchte Lower Decks gut gemeinte 7 von 10 möglichen Punkten geben. Es fehlt der ersten Staffel ein wenig von dem, ja, was Futurama zum Beispiel so ausgemacht hat. Ein bisschen mehr Herz einfach. Auf der anderen Seite fehlt dann aber auch ein bisschen der Biss der Parodie. Wie fast jedes neue Star Trek-Produkt scheint auch diese Serie auf der Sinnsuche nach sich selbst zu sein. Aber ich habe Hoffnung auf die zweite Staffel und die würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Und die soll dieses Jahr auch noch veröffentlicht werden. Du hast mich fast gefasert! Bleib locker, er stand auf Betäubung. Ist Lower Decks eine Serie, die ihr euch anschauen würdet? Welche Erwartungen habt ihr? Schreibt uns eure Meinung dazu und zu Star Trek in die Kommentare. Und ich verlinke euch noch unser letztes Special, in dem Alper ein sehr persönliches Essay über Blade Runner 2049 abgeliefert hat. Und außerdem natürlich noch Star Star Space von Kurt Mirror. Ja, was denn sonst? Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert, aktiviert die Glocke und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao!